Ich freue mich auf Anregungen, auf Reaktionen, auf Neugierde. Der Award ist natürlich eine tolle Sache. Vor allem dann, wer sind die Gewinner des Radisson Awards oder die Shooting Stars, die heute gekürt werden. Ich freue mich auf den Austausch. Das Spannendste sind die Diskussionen heute. Wir haben viel erlebt in 10 Jahren. Das Wichtigste für mich dabei ist, es waren 10 Jahre Insights, was Mitarbeiter wollen. Die Jobsuche basiert aktuell auch viel digital auf den Plattformen. So ein guter Vergleich eigentlich mit dem Online-Dating, habe ich gedacht. Irgendwann sagt man, will ich nicht arbeiten, will ich arbeiten, will ich nicht arbeiten. In der Schweiz im Februar sind wir noch bei 2% Arbeitslosigkeit. Und da müssen wir lernen, damit umzugehen. Ich glaube halt, dass in vielen Bereichen da sehr viele ungenutzte Potenziale schlummern. Wir waren uns wirklich alle sehr einig, wie wichtig es ist, die Mitarbeitenden ins Zentrum zu stellen und jetzt auch wirklich zukunftsorientiert zu investieren. Wie sind Unternehmungen heute aufgestellt gegenüber den unterschiedlichen Lebensphasen der Arbeitnehmenden? Dieses Jahr insbesondere ganz im Zentrum dieses Employer Branding. Wir glauben, dass Employer Branding kein Make-up sein darf und dass die Bedingungen und die Wertschätzung wirklich im Zentrum stehen müssen. Etwas aufzuspielen bringt nichts, weil die eigenen Mitarbeitern und Freunde von Freunden von Freunden vermitteln eigentlich das wahre Bild. Man muss hinschauen, zuhören, Stellung beziehen. Die Mitarbeiter müssen nicht nur zufrieden sein, sondern die kann man natürlich auch sehr gut als Multiplikatoren nutzen im Employer Branding. Mich fasziniert diese Studie immer wieder aufs Neue, vor allem auch, was es auf das Ranking ausmacht. Und was mich am meisten immer interessiert, sind so diese speziellen Schlagwörter, die sich doch von Jahr zu Jahr auch wieder unterscheiden. Work-Life-Balance ist der Aufsteiger des Jahres. Technologie, Digitalisierung. Digitalisierung ist wichtig, aber die Zielgruppe muss das erwarten, oder? Und sich eben die Frage zu stellen, okay, wie kann ich dadurch eben einen konkreten Mehrwert für den Kunden schaffen? Top 20 der Schweiz sind folgende Unternehmen. Highflyer 2023. Newcomer Award 2023. Ein Mensch ist mehr als sein CV und seine Hard Skills. Ein Mensch ist eine Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen. Eine Firma ist mehr als was im Internet steht. Da gibt es eine Kultur. Man muss nach hinter die Kultur schauen, damit es den Perfect Match gibt.